Ja, ich danke auch für die Einladung. Kurze Frage vorab, wer von euch hat mich schon mal irgendwo gehört? Ich bin ja viel unterwegs. Das ist gut. Das Titelthema Wirtschaft hacken, das traue ich mich erst, seitdem ich in der Seabase vorgetragen habe und die mich dann zum Wirtschaftshacker ernannt haben. Aber ich glaube, da ist noch viel zu tun. Wenn ich so an die Hinfahrt denke, da habe ich im Bus jemand getroffen, habe dann so erzählt, ja, ich fahre gleich zur Konferenz und von den Piraten und so weiter. Und der meinte, Piraten, gibt es die denn überhaupt noch? Das tat schon ein bisschen weh, die Frage. Und die zweite Frage war, und haben die mit der NPD was zu tun? Also ich glaube, da ist noch viel zu tun und ich erzähle ein bisschen was darüber, wie wir das tun. Kurz noch ein Stichwort, im Raum gibt es ein weiteres WLAN, Pirate Box. Da können sich 6 Leute gleichzeitig einloggen, da könnt ihr die Präsentation runterladen, Musik, andere Vorträge von Nico Pech zum Beispiel und können mir auch was hochladen, was ich auf dem Rückweg nach Hause dann anhören, lesen oder angucken soll. Okay, letzter Vortrag des Tages, also einer von mehreren, aber letzter Slot. Das hat mich so ein bisschen zur Frage geführt, wie kann man eigentlich hier was mitnehmen nach Hause. Ne? Es gibt ja viele positive Gedanken und Austausch und so weiter und jetzt ist eben der Schritt, jetzt morgen ist Montag und was kann man dann davon mitnehmen? Ich habe ohnehin wesentlich mehr Fragen als Antworten mitgebracht. Eine so eine Frage wäre, wer von euch hat irgendeine Art von Job? Sind doch die meisten von uns, ne? Müssen irgendwie Lebensunterhalt mit Arbeit verdienen. Und das hat große Einflüsse natürlich auf das, wie wir leben, was wir so tun. Und umgekehrt hat es auch Einflüsse. Warum ist Wirtschaft eigentlich wichtig? Wirtschaft steuert mit, was wir essen, was wir lesen, was wir sehen, wie wir uns bilden können, wie wir uns bewegen können. Also Wirtschaft ist leider sehr, sehr mächtig und wird aber irgendwie kaum gesteuert. Also die freien Märkte sollen das irgendwie regeln. Ne? Also ein bisschen Politik von den Märkten gekauft und das war's dann. Und das gefällt mir natürlich nicht. Ich habe da eine andere Perspektive auf Wirtschaft. Ein BWL-Prof hat mal gemeint, das ist alles falsch, ne? Kann gar nicht funktionieren. Und Deutsche Stiftung Umwelt hat gemeint, das existiert eigentlich nicht, ne? Gibt es nicht, was wir da tun. Und andere schlauere Leute sagen dann solche Dinge, also Professoren für Nachhaltigkeit, für Gründung und für Postwachstumsökonomie. Das letzte Zitat ist von Nico Pech. Subversive Ökonomie heißt im Prinzip, ne? Wirtschaft angucken, reingehen und von innen heraus verändern. Und auch auf dem Hinweg gab es einen Tweet nach dem Motto, das könnte eine Werbesendung hier sein. Das ist es auf keinen Fall. Ein Bild von der Flasche, damit ihr seht, womit das zu tun hat und dass es wirklich real ist. Das gibt es seit bald 13 Jahren. Und das hat viele Fragen aufgeworfen sozusagen. Eine Frage wäre, warum bestimmen eigentlich die Inhaber von Dingen, wie die Sachen zu laufen haben? Entweder jetzt Unternehmer, denen eine Firma gehört oder die Shareholder oder so, die die grundlegenden Richtungen festlegen. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, jetzt am Beispiel einer WG, ganz banal, da ziehen jetzt 6 Leute in so einen Grundriss ein zum Beispiel, wollen eine WG aufmachen. Das ist so ein Workshop, den ich öfter mache. Und dann muss man jetzt bestimmen, wer unter welchen Bedingungen in welchen Raum einzieht. Und normale Wirtschaft wäre so, dass der Inhaber der Wohnung das bestimmt. Das ist nicht so demokratisch. Ne? Und da ist die Chance auch gering, dass das so klappt, dass alle zufrieden sind. Basisdemokratie wäre schon besser. Das war auf dem Einleitungszettel. Wir sind Basisdemokraten, das stimmt nicht. Basisdemokratie wäre, man stimmt ab und einer wird überstimmt und muss in Zimmer 2. Das ist aber vielleicht der Mensch, der gerade den meisten Platz braucht zum Beispiel. Ne? Also ist schon besser, aber noch nicht optimal. Und optimal aus meiner Sicht, so dicht dran am Ideal wie möglich, ist, wenn man Konsensdemokratie macht. Also so lange redet und so lange über Vereinbarungen nachdenkt, bis wirklich alle Bedarfe, alle Meinungen so unter einen Hut gebracht sind, dass man in dem vorhandenen Rahmen, den haben wir ja erstmal da, den können wir nicht ändern, die bestmögliche Lösung hat, mit der alle zufrieden sind. Und dann hat man ein WG-Klima oder ein Unternehmensklima und Lieferantenklima und Kundenklima, das unschlagbar ist. Und da kam gleich die Frage von meinem Moderator, ist das nicht sehr langwierig? Das ist nur zu Anfang so, wenn man eben alles mal einmal erfassen und auf den Tisch legen muss und lange reden muss. Aber dann, irgendwann hat man das ja alles und dann sind die Entscheidungen, die man so trifft, glaube ich, sehr, sehr zeitstabil, bis sich irgendeine Rahmenbedingung ändert. Und das wird auch sehr geschmeidig und stressfrei, wenn man eben so miteinander umgeht. Und das ist, man könnte sogar behaupten, aus der BWL-Sicht eine Effizienzstrategie, das so zu machen. Kurzfristig dauert das länger, aber auf lange Sicht wird das total angenehm und geschmeidig, glaube ich. Und der Ablauf, den gebe ich euch ganz kurz, wie das bei uns läuft. Es gibt verschiedene Ausprägungen davon. Es ist ganz einfach, man einigt sich auf ein gemeinsames Ziel. In unserem Projekt wäre das Wirtschaft besser machen. Und dann kann jeder Beteiligte jedes Thema eingeben. Und jeder Mensch kann auch zu jedem Thema was sagen. Und dann wird so lange geredet, bis alle Argumente ausgetauscht sind. Und dann macht ein Mensch, in der Regel bin ich das, aber nicht immer, einen Beschlussvorschlag. Und zu diesem Beschlussvorschlag können dann diese 4+1 Haltungen angenommen werden. Die ersten 4, seht ihr hier, sind formal immer noch ein Einverständnis. Und das 5. kann jeder Mensch machen in diesem Konstrukt, wäre eine Blockade. Dieser Beschlussvorschlag ist abgelehnt, kann nicht so gemacht werden. Und das gibt es bei uns so ungefähr einmal im Jahr.
obwohl wir das mit potenziell einigen 10.000 Endkunden machen und 1.650 gewerblichen Partnern machen. Also das ist, glaube ich, ganz gut möglich. Und man braucht nur zwei Vorkehrungen für den Notfall. Das eine ist, wenn man sich selber blockiert und nicht produzieren kann zum Beispiel, dann muss man irgendwie einen Ausweg haben. Bei uns heißt das, dass ich dann entscheiden darf. Das kann aber auch ein anderer Ausweg sein. Und der zweite Ausweg, den man braucht, ist, wenn jemand da rumtrollt und sich da grob aktiv daneben benimmt und dem Projekt vorsätzlich schaden will, dann muss man den rauswerfen können. Also ein Beschlussvorschlag, dass dieser Mensch einmal nicht sein Vetorecht einlegen darf und dann wird vorgeschlagen, er muss gehen. Und wenn niemand sonst sein Veto einlegt, dann kann er gegangen werden. Ist auch sehr schnell möglich, aber eben auch eine sehr hohe Hürde. Wenn also jemand anders sein Veto einlegt, kann man schon nicht rausgeworfen werden. Das reicht aber, damit kann man entscheiden. Und wenn man dann entscheidet, dann muss man in der Wirtschaft natürlich häufiger über Verträge nachdenken. Ne? Also die Entscheidung festschreiben auf eine gewisse Laufzeit. Das ist ja der Sinn von Verträgen, dass sich innerhalb dieser Laufzeit die Sachen nicht ändern. Und das hat den Nachteil, dass sich die Realität in dieser Zeit ändern kann, sodass man eigentlich irgendwie neu reden müsste. Also an dem Beispiel hier, irgendjemand hat vielleicht erst kein Problem mit Zimmer 2, aber dann kommt ein Kind auf die Welt. Oder jemand hat Zimmer 6 und kann mit Lärm irgendwie leben und dann muss er seine Abschlussarbeit schreiben. Und da muss man eigentlich neu reden. Aber Wirtschaft geht nicht so, weil dann ein Vertrag abgeschlossen wurde und der legt das dann fest, egal was die Umwelt sagt. Und das haben wir anders gelöst. Wir haben uns entschieden, wir machen eigentlich keine Verträge. Wir machen Vereinbarungen, aber die haben keine Laufzeit. Das heißt, es kann jederzeit neu geredet werden, wenn sich irgendeine Rahmenbedingung wandelt oder irgendjemand noch eine bessere Idee hat. Und das heißt, manche Vereinbarungen sind seit bald 13 Jahren stabil und manche Dinge werden einmal im Monat neu rausgeholt, wenn sie eben so oft geändert werden müssen. Das ist dann so. Dann stellt sich schon die Frage, es ist ja nicht skalierbar dann. Das kann man mit 5 Leuten machen oder mit 6 Leuten und irgendwann, wenn das dann mehr werden, dann klappt das nicht. Aber ich habe es schon so grob angerissen, wir machen das in einem Rahmen, den wir kollektiv nennen, mit einigen 10.000 Endkunden, die alle mitreden könnten. Wir haben letztes Jahr 1 Million Flaschen bewegt, also ein paar Leute dürfen da mitreden, ihr übrigens auch. Und 1.650 gewerbliche Partner, ne? Und das Ganze in 200 Städte verteilt und das läuft über eine Mailingliste. Könnt ihr euch nicht vorstellen wahrscheinlich, ne? Das funktioniert aber seit bald 13 Jahren. Und der Anfang des Ganzen ist auch anders gewesen. Es geht ja hier um anders machen. Und normalerweise heißt ja so eine Unternehmensgründung, dass man irgendwie einen Businessplan schreibt und sich Geld leiht irgendwoher und dann seinen Job kündigt und mit vollem Risiko so ein Unternehmen startet. Und dadurch ist es aus meiner Sicht die unklügste Form, so ein Unternehmen zu gründen, weil du das ganze Risiko an den Anfang bündelst. Zu einem Zeitpunkt, wo du noch gar keine Ahnung hast und keine Erfahrung, keine Ressourcen, kein Netzwerk, selber nicht die Fähigkeiten und so weiter. Und ich habe es anders gemacht. Ich habe mit 1.000 Euro angefangen und habe einfach mal so Stadt für Stadt das aufgebaut. Und auch nicht selber, sondern ich habe die Leute gebeten, die diese freiwillige Augenhöhe, dieses Mitbestimmen können auf der gleichen Ebene so gut fanden, dass die in ihrer Stadt ihre Lieblingsläden überzeugen. Man braucht so 5 meistens pro Stadt. Und mit dem Laden, mit den Läden kann man dann den Händler überzeugen, der die beliefert. Und mit dem Händler kann man den Großhändler überzeugen, der die wiederum beliefert und kann sich so Schritt für Schritt so eine 2-stufige Logistikstruktur aufbauen. Das ist jetzt eine ältere Grafik, so 2006 ungefähr. Aber das war sozusagen ein wesentlicher Schlüssel, das eben nicht von heute auf morgen mit viel Risiko und Druck im Nacken zu gründen, sondern Schritt für Schritt aufzubauen. Dass man wirklich die Zeit hat, auch zu lernen und bessere Lösungen zu finden und so weiter. Und das geht so weit, dass ich zum Beispiel Termine bei Händlern nur dann gemacht habe, wenn ich mir die Fahrt leisten konnte. Weiß ich noch ganz genau, Leipzig, Dresden, Magdeburg musste ich hinfahren und konnte mir die Fahrt nicht leisten. Unternehmerische Denke wäre gewesen, ich leihe mir das Geld, also gehe ins Risiko und mache einen von den 3 Deals klar, hole mir das dann wieder über die Deals. Und dann sitze ich im Gespräch aber irgendwie in so einer schon so einer leicht geduckten Haltung, weil ich genau weiß, ich muss einen von diesen 3 Deals klar machen. Und deswegen habe ich dann gewartet und bin erst hingefahren, als ich mir die Fahrt leisten konnte. Und dann kann man auf Augenhöhe reden. Ne? Und wenn der andere irgendwie 5.000 Euro Eintrittsgeld verlangt als Getränkehändler, dann passt nicht. Okay, und dann irgendwann kann man anfangen, wenn man in so einem System langsam drinsteckt, das zu verbiegen zu was Besserem. Man muss nur einmal gucken, wie das dann funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel ist ganz banal. Die Großhändler hier, die also gebündelt abholen und dann in ihrer Region verteilen, die verlangen in der Regel dann ziemlich schnell einen Mengenrabatt. Steht auch in jedem BWL-Buch, dass das sinnvoll ist, weil man einmal nur den Aufwand hat, den zu bekümmern und einmal nur irgendwie die Logistik planen muss und so weiter und so weiter. Und das Problem ist, dass es da schon einen versteckten Mengenrabatt gibt, nämlich über die Logistikkosten.
so ein LKW, der 10-mal anhalten muss, der ist einfach länger unterwegs. Das kostet mehr, als wenn er nur einmal anhalten muss. Das heißt, der Große verdient einmal schon mehr. Das ist so. Und das ist auch okay, weil ich will ja für die Umwelt, dass es gebündelt wird in die Region. Aber ich will eigentlich nicht, dass der dann nochmal einen Mengenrabatt oben drauf kriegt und zweimal mehr verdient, nur weil er groß ist. Fand ich irgendwie unsozial. Also haben wir diskutiert und haben uns entschieden, wir machen also keinen Mengenrabatt. Es wird nie günstiger, egal wie viel man kauft. Wir machen aber das Gegenteil. Unterhalb von 4 Paletten gibt es auf Wunsch einen Anti-Mengenrabatt. Dann wird das Produkt günstiger. Hier dieser graue Bereich, den man so ganz grob sieht, um die sonst zu hohen Logistikkosten abzufedern. Und dadurch haben wir relativ viele kleine Händler überhaupt den Einstieg erstmal möglich gemacht, was sonst nicht ginge. Für uns ist das stabiler, wenn wir mehrere kleine Partner haben, statt 2, 3 große. Und wir haben den Anti-Mengenrabatt erfunden und können das ins BWL-Buch schreiben, hoffentlich irgendwann. Ne? Okay, und wenn wir so einen Rabatt bieten, stellt sich natürlich die Frage, naja, woher denn? Ne? Ihr müsst ja doch irgendwie Gewinne machen. Und ich glaube, Gewinne sind irgendwie so ein merkwürdiger Treiber in so einem Unternehmenskonzept, die ich eigentlich nicht haben will. Was wir natürlich machen müssen, ist das Ganze sehr, sehr fein kalkulieren. Und zwar die Zutaten und die Arbeit und 1 Cent für Krisenfälle und Rücklagen und sowas, das ist klar. Und alle Arbeiten bezahlen und einen Einheitslohn haben wir, 15 Euro brutto, okay, das muss man alles verdienen. Aber dann reicht's doch eigentlich, denke ich so. Oder andersrum betrachtet, der Inhaber von so einem Unternehmen hat typischerweise die Möglichkeit, das, was am Ende überbleibt, sich selbst einzustecken, minus Steuern, also die Gewinne. Und dadurch hat der Inhaber oder haben die Shareholder ein Interesse, auf die Lieferanten zu drücken, so viel wie es geht, damit das günstiger wird, damit die Spanne größer wird. Und von euch als Kunden mehr Geld zu nehmen, als eigentlich nötig für die Summe von Zutaten und Arbeit, damit die Spanne größer wird und dann irgendwie das Ergebnis sich einzustecken. Und das ist eine Ungleichheit, ne? Warum soll der Inhaber mehr kriegen, nur weil ihm das gehört? Finde ich nicht sinnvoll. Und das Interesse, sage ich mal, dass man mehr verdienen kann, indem man auf andere tritt, sollte auch rausgeschmissen werden. Und das haben wir so gelöst, dass wir das pro einzelner Flasche gerechnet haben. Das seht ihr hier. Ihr könnt, wie gesagt, gerne die Präsentation runterladen. Und da gibt es feste Anteile für alle, auch für mich. Das heißt, ich kann nicht mehr verdienen, indem ich anderen weniger gebe. Geht nicht. Und ich kann auch nicht mehr verdienen, wenn es mir gelingt, von euch mehr Geld zu nehmen. Ich habe immer meine 3 Cent pro Flasche und ich kann nur dann mehr verdienen, wenn es mir gelingt, mehr Leute zu überzeugen, dass sie da mitmachen und dann mehr Flaschen zu bewegen. Aber eigentlich geht auch das nicht, weil wir haben ja einen Einheitslohn, weil wir alle irgendwie gleichwertig sein wollen. Also eigentlich kann ich gar keine Gewinne mehr so richtig irgendwie machen. Ne? Also die erstmal finanziell sichtbar. Und ich komme noch am Schluss dazu, was für viele andere Gewinne man dadurch machen kann. Und wenn man das so rechnet, dann hat das eben eine ganze Reihe Wirkungen. Also erstmal ist das mit den Beteiligten ja besprochen und offengelegt und transparent. Und das ist schon mal selten, weil normalerweise Wirtschaft eine Blackbox ist. Ne? Die Jungs von Clubmate, allen Respekt, ich kenne die nicht weiter persönlich. Da wisst ihr aber nicht, wenn ihr da eine Flasche kauft, wer das Geld dafür genau kriegt, welchen Anteil. Das zweite ist, wenn es den Leuten bekannt ist, dann können die damit planen. So ein Händler weiß, wenn ich die Kisten bewege, kriege ich diesen Betrag. Also weiß ich das, was ich nächste Woche verdiene und kann damit rechnen. Und das ist auch anders als normale Wirtschaft. Ne? Normale Wirtschaft macht immer so Angebot-Nachfrage-Schwankungen und das ist immer in Bewegung und nicht wirklich planbar. Und hier ist das planbar. Das führt dazu, glaube ich, dass wir eine sehr geringe Fluktuation haben. Wir haben unter 2% der gewerblichen Partner verloren in bald 13 Jahren Betrieb. Und das wiederum macht es sehr effizient. Ich muss nicht dauernd zu neuen Händlern fahren und die irgendwie kennenlernen und ins System einbauen, sondern man kann über Jahre mit den gleichen Leuten arbeiten. Man kennt sich, weiß, wie der andere tickt und so weiter. Und das ist total geschmeidig möglich. Also kann ich wirklich nur empfehlen, das so zu machen. Und 2 Dinge stehen hier nicht drin. 1 habe ich schon erzählt, keine Gewinne. Und das 2. ist Werbung. Normalerweise müsste ich von euch als Kunden mehr Geld nehmen als eigentlich nötig. Also bis zu 1 Euro pro Kasten machen andere. Und davon bezahle ich Werbung, mit der wir euch auf den Wecker gehen. Wer von euch mag Werbung? 1, 2 Hände kommen da manchmal. Wer von euch braucht Werbung? Nee, ne? Also ich glaube schon, dass man Informationen braucht. Also wenn man ein Produkt kaufen will, will man Zugang haben zu Informationen. Was ist da drin? Wie wird das hergestellt? Wer macht das wie und für wen? Und dann möchte ich sie auch ziehen können, also Pull-Kommunikation. Das darf also angeboten werden, weil ich es freiwillig mir ziehe. Aber wenn ich irgendwie über eine Straße gehe und muss mir Laptop-Werbung angucken, obwohl ich gar keinen Laptop kaufen will und muss das aber doch mitbezahlen, wenn ich mal irgendwann eins kaufe, wo ist der Sinn? Und wenn ich mir Autowerbung angucke, dann ist mir nicht klar, warum die Werbung eigentlich so viele Schäden anrichten darf. Die weckt Bedürfnisse, wo keine sind vorher,
prägt Geschlechter- und Rollenbilder mit und macht da viel eigentlich frei, was gar nicht sinnvoll ist, auf unsere Kosten. Also das sehe ich irgendwie nicht. Deswegen gibt es hier auch keine Werbung drin. Und das kann man so machen. Das ist immer so ein bisschen in Bewegung. So einmal im Jahr passiert da ein bisschen was. Wenn die Mengen gestiegen sind, können wir bei der Buchhaltung vielleicht ein bisschen reduzieren. Manchmal ist es auch mehr Arbeit, dann braucht sie mehr. Und immer ist da so ein bisschen Bewegung drin. Aber im Kern ist das so einigermaßen stabil. Und wenn man dann guckt, was für Ressourcen wir eigentlich haben, also womit betreiben wir das Unternehmen, dann besteht das formal aus einem Telefon und einem Notebook da im Rucksack. Es gibt also keine Produktionsanlage, keinen LKW, keine sonstigen Sachen. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn dann das Unternehmen? Ne? Wo kann man das denn anfassen? Und wo ist intern, extern sozusagen? Ne? Wo hört das auf, wo fängt das an? Und ich glaube, das kann man so nicht sagen. Weil wir da in der Mitte sozusagen formal von den Kreisen auf der linken Ebene die fertigen Produkte kaufen, nach unseren Vorstellungen zwar, aber die machen das für uns. Und da wiederum vorher auf der ganz linken Seite sind Zutaten- und Komponentenlieferanten, die da sozusagen mit dranhängen. Und wenn wir irgendwas ändern, dann wirkt sich das auf die aus. Also ist intern, extern da schon nicht mehr richtig gegeben. Und nach vorne raus, wenn ihr seht, GFGH, der Kreis ziemlich in der Mitte, das sind die Großhändler, verkaufen an Händler, die verkaufen an Gastronomen und die verkaufen an euch als Kunden. Und damit das geht, brauchen wir eine Steuerberatung, eine Buchhaltung, einen Programmierer für die Homepage, eine Zollagentur, andere Hersteller und so weiter und so weiter. Das heißt, eigentlich ist diese intern-extern-Denke überholt in einem so vernetzten Wirtschaftssystem, wie wir es haben. Weil alles, was wir tun und alles, was wir nicht tun, wird irgendwo Auswirkungen haben. Also ist die Unternehmensaufgabe eigentlich die, diese ganzen Beteiligten einzuladen und so lange zu reden, bis alle einverstanden sind über die Entscheidung und deren Wirkungen, und das so gut zu machen, dass die freiwillig bleiben, weil es keinen Vertrag gibt. Und wenn das gelingt, dann haben wir bewiesen, dass das geht, dass man so arbeiten kann. Das gab es ja vorher nicht, so eine Funktion. Und wir haben auch bewiesen, dass das bezifferbar ist. Ich koste 3 Cent pro Flasche. Und man könnte jetzt argumentieren, das könnte 3 Cent billiger sein, dann muss man mich einsparen. Das hat noch nie jemand vorgeschlagen. Finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Weil offensichtlich gesehen wird, dass der freie Markt das nicht von selber gut regelt. Und der Markt ist auch nicht frei. Ne? Also freier Markt ist manchmal so wie gegen beide Klitschkos boxen gleichzeitig. Ne? Also das ist nicht unbedingt immer so frei. Okay, aber jetzt haben wir irgendwie ein Netzwerk aus Stakeholdern, würde man es nennen. Keine wirklichen Ressourcen. Als einzige Ressource vielleicht noch das Markenrecht, was immateriell ist. Und dann kann man sich natürlich nochmal fragen, wem gehört denn das überhaupt? Oder was ist überhaupt das Unternehmen eigentlich? Und ich glaube, das ist eigentlich eher eine Art Dienstleistung. Also diese ganzen Beteiligten so bekümmern, dass die freiwillig bleiben und dass es denen besser geht als woanders. Und das wäre schade, wenn wir das nur für uns behalten würden. Also habe ich das mal alles aufgeschrieben und auf die Homepage getan unter so einer CC-Lizenz. Und das hat sich in diese Nachhaltigkeitsbereiche eingefügt, das war gar nicht geplant. Mit 2 Ergänzungen, also Eigenschutz brauchen wir anders als normale Unternehmen, weil wir sehr transparent sein wollen. Und den Transfer wollen wir machen, also das freiwillig rausgeben. Ne? Was ich hier jetzt mache, euch erzählen, wie wir das tun, wie es kalkuliert ist genau und euch zum Mitreden einladen. Und wir haben natürlich trotzdem das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir immer noch produzieren und verkaufen müssen. Ne? Und wir stehen auch im Wettbewerb mit anderen kommerziellen Playern. Aus Hamburg gibt es zum Beispiel einen sehr kommerziellen anderen Cola-Hersteller. Und ich finde, das ist irgendwie verschwendete Lebensenergie, wenn man sich dauernd gegenseitig im Wettbewerb behakt, also das als Kampf begreift. Was da an Ressourcen verschwendet wird, steht für mich nicht im Verhältnis. Auch deshalb, weil der Markt groß genug ist. Wir haben letztes Jahr 1 Million Flaschen bewegt, das klingt erstmal groß. Das ist ein Marktanteil von 2 Promille. Also da ist genug Platz für alle anderen Kleinen. Und das ist ein Grund, warum wir mit sehr, sehr vielen kleinen anderen kooperieren. Also gegenseitig Informationen tauschen, Logistik zusammen machen, die Arbeitsweise, die wir entwickelt haben oder entwickeln durften, mit denen teilen. Alle möglichen Dinge machen. Und ich habe einigen von denen, 6 von denen, die hier sichtbar sind, sogar kostenlos bei der Gründung geholfen. Weil ich finde, dass der Markt groß genug ist. Und wenn wir da Freunde haben, dann ist das für alle angenehmer, als wenn wir weniger Gegner haben. Das geht so weit, dass es eigenständige Unternehmen gibt. Hier Frohlunder aus Freiburg. Sie haben eine eigene Unternehmensform gegründet, arbeiten aber fast genauso. Sieht genauso aus, sind bei uns mit unter so einem Dach sozusagen, so ein ideelles. Und haben da sozusagen ihr eigenes kleines Ding draus gemacht. Und das ist so ein bisschen abgeguckt vom Mietshäuser-Syndikat. Die haben ja auch einen so einen Dachverein, der die Ideen pflegt und einzelne GmbHs, die die Häuser tragen. Und damit ist das Ganze sozusagen, die Idee wird zwar von den Einzelteilen getragen, aber wenn eins mal pleite geht, lebt die Idee weiter zum Beispiel. Und man kann zwischeneinander sich helfen und so.
Und hier das dritte im Bunde aus Dresden, die arbeiten auch fast genauso, die wollten nur so eine Gestaltung halt anders haben, was ich eine Frechheit finde, aber ist halt so bei denen. Ja, thematisch sehr eng mit uns verwandt, aber man kann das auch in hübscher machen, so würde ich jetzt so sagen. Ne? Aber gut. Okay, und trotzdem müssen wir natürlich verkaufen. Klar, das ist leider in diesem System drin, das ist so, aber wir müssen das nicht unbegrenzt tun. Wir hatten Anfragen aus Barcelona, Kopenhagen, Amsterdam, London, Warschau und so weiter. Und wir haben uns dann irgendwann überlegt, okay, erstmal wollen wir mit den Leuten ja interagieren können, also brauchen wir eine gemeinsame Sprache. Das heißt, mit Franzosen und Spaniern und so ist es dann schon schwieriger. Und zweitens wollen wir eigentlich auch ökologisch uns Grenzen setzen. Und wir haben mal eine Ökobilanz uns geleistet, 2009. Da kam unter anderem raus, dass man nicht weiter fahren sollte mit Glas als 600 Kilometer. Und ab da wäre es Plastik. Das ist wiederum fürs Produkt nicht gut. Das geht Kohlensäure raus und so Weichmacher gehen rein. Also Glas, also ist das der Radius, diese deutschsprachigen Gebiete. Übrigens auch OpenStreetMaps-Karte, ne? Und nicht Google, das sind dann so Feinheiten. Und dadurch verschenken wir natürlich Umsatz, ja. Aber ich glaube da so ein bisschen an das von Nico Pech, der sagt nämlich, wir müssen zurückkommen zu Unternehmensgrößen, die gesellschaftlich handelbar sind, die man überschauen kann, die ihre Wirkungen im Griff halten, soweit es geht, und die irgendwie sich nicht verselbstständigen. Und ein Hebel könnte sein, dass man einfach Liefergebiete begrenzt zum Beispiel. Und dann werde ich natürlich gefragt von anderen Unternehmern, ne? Und läuft's. Und damit ist gemeint, verdienst du schon viel Geld und wächst es. Ne? Und wir haben niemanden bis heute, der sich um den Verkauf kümmert. Nicht einen Menschen, der das als seine Aufgabe irgendwie hat. Und trotzdem wächst das jedes Jahr. Und man könnte jetzt sagen, das ist toll, diese schönen bunten Balken. Aber auf der linken Seite, das Hauptprodukt, die Cola 03, da seht ihr einen großen Sprung mit dem lila Balken. Da waren wir fast pleite, weil es zu schnell gewachsen ist. Warum ist das ein Problem? Wir müssen ja oder wollen die Produktion im Voraus bezahlen. Dann wird produziert, dann wird gelagert, dann wird abgeholt, dann wird berechnet, dann wird bezahlt. Da vergehen 59 Tage im Schnitt. Wir müssen aber nach 20 Tagen nachproduzieren in der Regel, sonst haben wir keine Cola mehr. Und nach 40 Tagen auch. Und wenn das zu große Mengen sind, sind wir durchs Vorfinanzieren pleite. Die Lösung ist ganz klar, man nimmt diese Folie, geht zur Bank, holt sich einen Kredit und macht das Wachstum weiter. Aber ihr ahnt schon, dass ich das nicht gemacht habe, weil das bedeutet hätte, dass wieder so ein Druck im Nacken sich aufbaut. Ne? Dann muss verkauft werden, damit irgendwie die Bank ihre Raten kriegt. Und ich muss sogar in diese Flaschenkalkulation, wenn ihr euch an die Anteile erinnert, muss ich dann irgendwie einen halben Cent einbauen für Zinsen. Also Geld an Leute zahlen, die nichts tun, außer schon Geld zu haben. Und bei Banken ist es ja sogar so, die haben ja so eine Eigenkapitalquote, die sie haben müssen, ne? 3-5%. Das heißt, die leihen mir Geld, was sie nicht mal haben und wollen dafür Zinsen bekommen? Verstehe ich irgendwie nicht. Und auch deswegen haben wir das einfach mal gebremst, das Wachstum. Kann man machen. Wenn neue Händler anfragen, dann erklärt man das und sagt, hey, das ist uns zu schnell, wir schaffen das nicht. Auch menschlich brauchen wir einfach nicht so schnelles Wachstum, also bitte langsam machen. Das geht, das hat bis jetzt jeder verstanden. Und wenn man das nach Regionen aufschlüsselt, und dann gibt es natürlich auch Diskussionen, wenn irgendwie ein Festival 10 LKWs mit Bier haben will, plötzlich. Das ist nochmal unsere Jahresmenge, ne? 400.000 Flaschen Bier so ungefähr. Tolle Chance für die Verbreitung, also Fusion Festival war das, super tolle Kunden, kann man echt nichts gegen sagen, aber das ist uns einfach zu groß. Wenn da irgendwas schief geht auf dem Festival, wenn die eine Razzia auf dem Gelände machen oder da sprengt sich jemand weg oder es brennt oder Ultra-Unwetter, dann sind wir pleite, weil wir nicht nachgedacht haben. Das haben wir denen auch erklärt, das war überhaupt kein Problem. Kann man machen, man muss nicht jeden Kunden annehmen, man muss auch nicht jeden Umsatz annehmen. Man kann das langsam und bewusst machen sozusagen. Und die richtigen Gefahren, die kommen dann mal von anderer Seite. Wir hatten letztes Jahr eine Steuerprüfung und ihr habt vielleicht schon so ein bisschen geahnt oder habt mich so ein bisschen kennengelernt. Ich bin ja so ein Feigling, ne? Risiken vermeiden, langsam machen, gleich große Standbeine haben und so weiter. Und ich habe nie so diese ganzen Tricks gemacht und wir haben eine gute Buchhalterin und eine gute Steuerberaterin und deswegen sind wir da zu null rausgekommen. Nicht eine einzige Beanstandung, nichts. Bei so einem Projekt, ne? Das ist schon irgendwie irre. Und das geht eigentlich gar nicht, habe ich dann auch gelernt, weil solche Prüfer eine Quote haben. 3% hätten die bei uns finden sollen, je nach Branche, Unternehmensgröße und so. Da müsste ich also als konventioneller Unternehmer Schwarzgeld in 3% machen, um mich auf diese 3% vorzubereiten. Da werde ich doch irgendwie verrückt.
Okay, das Ganze gibt es am 23. November, 13 Jahre. Und ich glaube, wir haben da was bewiesen. Nämlich, es gibt den vorhandenen Rahmen des Kapitalismus, der ist erstmal da. Gegen den können wir protestieren, wir können hoffentlich zur Wahl gehen, wir können auch Steine werfen auf Dinge. Aber das ändert erstmal nichts. Ne? Wir müssen uns in dem Rahmen bewegen. Und jetzt kann man das wie Zalando machen, ist ein Beispiel, gibt es mit Sicherheit andere. Aktien finanziert, die Produkte sind eigentlich egal, der Zusteller ist egal, Hauptsache Wachstum und so. Und maximaler Werbedruck. Man kann irgendwie das angenehm machen in der Mitte. Ich hoffe, ihr habt alle irgendwie einen Job so mit einem angenehmen Chef und faire Arbeitsbedingungen und irgendwie passt das alles. Man kann es aber auch noch weiter übertreiben. Gewinne abschaffen, Geschäftsführung abschaffen, Werbung abschaffen, Wachstumsdruck abschaffen, Antimengenrabatt hinzufügen und solche Dinge. Und ich hätte nie gedacht, dass das geht, aber wir machen das jetzt seit bald 13 Jahren. Ne? Das ist das Hauptproblem eigentlich an dem Projekt. Es klingt wie eine lustige Idee, aber das ist seit bald 13 Jahren ist das da und das steht stabil, wächst, arbeitet, funktioniert. Kleiner Ausblick, bevor ich zum Schluss komme, das nächste Projekt. Ich will den Rahmen so ein bisschen auch versuchen zu ändern. Jetzt sieht das extrem vereinfacht so aus. In der Mitte Handel, Industrie, Dienstleistung, also Maschinenhersteller, Produktion und so weiter, braucht in der Regel Fremdfinanzierung, weil Maschinen und LKWs teuer sind. Also leihen die sich auf der linken Seite das Geld von Investoren. Und die wollen natürlich dann nicht nur das gleiche Geld zurück, die wollen auch einen Profit haben. Also baut sich ein Druck auf, die Mitte muss jetzt was verdienen. Und dann handeln die und Industrien und Dienstleisten und verkaufen die Produkte über Werbedruck an die Kunden. Und die sind in der Regel nicht organisiert und wehren sich auch nicht so häufig und kaufen dann viele von diesen Produkten und zahlen die Kosten, die in der Mitte anfallen, und den Gewinn, der nach ganz links abfließt. Also eine Umverteilungsmaschine, könnte man sagen. Und das gefällt mir natürlich nicht. Als ersten Schritt haben wir irgendwie so aus dem Gefühl heraus, ohne das einigermaßen zu durchschauen, erstmal versucht, die Kunden zu organisieren und gemeinsam mit der Mitte, Handel, Industrie, Dienstleistungen, alle Entscheidungen zu treffen und die Konditionen zu besprechen und eigene Standards hinzuzufügen und so weiter und das irgendwie so als Einheit zu sehen, so dieser gestrichelte Kreis. Ne? Wir sind eigentlich irgendwie, hängen alle zusammen, intern, extern gibt es nicht mehr, wir müssen das irgendwie gemeinsam machen. Und wir selber haben auch keine Kredite von Anfang an nicht. Also ich will selber keine Zinsen irgendwie an andere Leute zahlen, wenn es geht. Das Problem ist aber, dass die Lieferanten von uns, also der Spediteur zum Beispiel, der die Kisten fährt, der hat seinen LKW natürlich mit Krediten finanziert. Da ist also ein versteckter Zinsbeitrag mit drin. Und der Abfüller, der die neue Maschine kauft, hat auch einen Kredit. Da ist also ein versteckter Zinsbeitrag mit drin. Und da sind ganz viele versteckte Zinsbeiträge. Und deswegen ist der nächste Schritt, dass wir ein Projekt machen mit Uni-Begleitung, um das alles mal zu kumulieren. Also wie viele Zinsbelastungen haben wir eigentlich im Produkt insgesamt von unseren Vorlieferanten? Das scheinen so 2,5 Cent pro Flasche zu sein, also durchaus spürbar. 75 Cent pro Kasten so ungefähr, ne? Also das ist schon Geld. Und dann ist der zweite Schritt eigentlich, dann wollen wir doch irgendwie versuchen, so ein irgendwie geartetes Crowdfunding-Lending zu machen, also die Kunden mit einzuspannen und gemeinsam den Finanzbedarf in der Mitte zu decken, damit wir diese Banken, diese Geldgeber loswerden und den Druck von denen loswerden und auch die Kosten von denen loswerden. Das heißt, wenn das gelingt, wird das in 10 Jahren vielleicht dazu führen, dass wir 75 Cent pro Kiste günstiger anbieten können. Und die einzigen, denen wir das weggenommen haben, wären die Geldgeber auf der linken Seite. Ne? Das wäre schon ein ziemlich großer Spaß, wenn das gelingen würde, auf diese Weise einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Da freue ich mich schon drauf, wenn das real wird. Angefangen haben wir schon, aber ist natürlich ein umfangreiches Projekt. Und das alles kann man mit so einem Getränk machen. Ne? Das finde ich schon auch immer sehr verrückt, wenn ich da so dran denke. Und für mich ganz persönlich heißt das, dass ich nicht nur einen Lohn habe, das habe ich am Anfang angedeutet, sondern 5 mindestens. Seit April 2010 kann ich davon leben. Es hat 8,5 Jahre Aufbauarbeit gedauert und 7,5 Jahre davon, wo ich keinen Cent pro Flasche bekommen konnte, weil es keinen Platz dafür gab. Okay, braucht man ein bisschen Geduld. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt kann man davon leben. Dieses Leben können habe ich nicht mit einem einzigen Arbeitgeber, sondern mit sehr vielen Partnern. 1650 sind das Gewerbliche nur, ne? Und einige 10.000 Kunden sind ja auch wichtig. Und wenn da jetzt einer mal keine Cola mehr trinkt, okay, dann ist das so. Dann ist noch nicht mein Lebensunterhalt gefährdet. Aber wenn ich angestellt bin und ich habe mit meinem Chef ein Problem, dann habe ich ein großes Problem. Also fühlt sich das für mich wesentlich stabiler an, viele Standbeine zu haben. Zugleich habe ich viele Freiheiten. Ich kann hier hinfahren und so aussehen, wie ich will und sagen, was ich denke. Und das war im Job nicht unbedingt immer der Fall, sage ich mal. Und kann auch Themen bearbeiten, die ich will. Ich meine, so ein Projekt versucht das mal irgendwie bei dem Arbeitgeber durchzukriegen.
Vierter Punkt, ich kann davon leben, dass ich versuche, mich so gut wie möglich um diese Beteiligten zu kümmern. Ich könnte den gleichen Grips ja auch da rein investieren, noch eine bessere Werbekampagne zu machen, um noch mehr irgendwas zu verkaufen. Das ist schon, finde ich, ziemlich cool. Und fünfter Punkt ist, ich darf euch hier was über Wirtschaft erzählen. Ne? Und ein paar von euch nehmen vielleicht ein paar Gedanken mit nach Hause. Also das Gesamtpaket ist für mich persönlich wirklich unschlagbar, muss ich sagen. Ich will nicht verheimlichen, dass das sehr viel Arbeit ist und dass das anstrengend ist und dass das auch manchmal nervig ist und nicht nur gute Seiten hat. Das ist, glaube ich, überall so. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das unschlagbar. Und wenn ihr überlegt, irgendwas Eigenes zu gründen, kann ich nur sagen, macht es. Weil ihr werdet das hier zurückkriegen, glaube ich. Und eingestiegen bin ich ja mit dieser Frage, ne? Was kann man denn eigentlich jetzt mitnehmen von dieser Konferenz und von diesem kleinen Talk? Ich habe einige Fragen mitgebracht, ich habe einige Antworten mitgebracht, aber ich habe auf keinen Fall den Anspruch, dass das jetzt die Bibel wäre. Ne? Das sind meine Fragen und unsere Antworten. Das muss also nicht so sein, dass ihr die alle genauso seht. Ihr habt andere Fragen, andere Antworten. Was ich aber auf jeden Fall mitgebracht habe, hoffentlich, ist so ein bisschen so ein Einblick dahin, dass in der normalen Wirtschaftswelt sehr viele Dinge möglich sind, die man erst für unmöglich hält. Ich habe vor 4 Wochen vorgetragen vor KPMG, das ist so eine weltweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ne? Ja, und das sind halt Leute, die sich mit Wirtschaft richtig gut auskennen, ne? Die wissen wesentlich mehr als ich darüber. Und die erste Hälfte habe ich das als Konzept vorgetragen, als Theorie. Also ich plane in Zukunft zu gründen und dann will ich das so und so machen. Könnt ihr euch die Gesichter vorstellen? Zuerst so, hä? Und dann, oh nee, was ist das für eine Pfeife, ne? Und Telefon lesen und tuschel, tuschel und so. Und auf der Hälfte habe ich aufgelöst. So, hey, das existiert schon seit bald 13 Jahren, ne? Und das war richtig lustig. Und ich glaube, auch bei denen ist angekommen, man kann sehr, sehr viele Dinge anders machen. Kleine und große. Und das würde ich mir wünschen, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Das war schon mein Talk. Danke. Das war jetzt ganz schön schnell und viel, ne? Aber ich hatte nur eine halbe Stunde. Wir haben jetzt noch einige Zeit für Fragen und Diskussion und Kritik, wenn ihr wollt. Wir haben auch einen Moderator, der euch das Mikro hinhält und wir können das dann gemeinsam machen. Aber wir haben nur ein Mikro, ne? Ja, ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, dass du das im Prinzip mehr als Dienstleistung denn als Produkt verstehst. Hast du trotzdem im Prinzip einen Einfluss auf die Menschen, die dann tatsächlich eigentlich Premium-Cola produzieren? Also irgendwie die Menschen, die da in der Apfelanlage stehen, die Menschen, die also auf die auf der ihre Arbeitsbedingungen, die Menschen, die es halt auch irgendwie nicht produzieren, sondern am fahren? Also es gibt diverse Einflüsse, die wir auf alle möglichen Leute in dieser Kette haben. Einige sind direkt, dass wir bestimmen, wer einen Auftrag bekommt zum Beispiel, zu welchen Konditionen, dass da genug Platz drin ist, um die Leute, die dahinter sind, ordentlich zu bezahlen. Das wäre so ein erster Einfluss. Der zweite Einfluss ist, wenn wir direkt Aufträge an Speditionen zum Beispiel geben, die Leute, die es fahren, da legen wir bewusst keine Liefertermine fest. Also fast nie, außer es gibt ein Festival. Das fängt halt dann an, da muss man in der Woche vorher kommen, aber das war's. Und das sind so ein paar direkte Einflussmöglichkeiten. Indirekte gibt es auch. Also wenn zum Beispiel der es gab einen Leergutsortierer, fange ich mal so an, der war angestellt bei einem Subunternehmer, des Subunternehmers, des Getränkegroßhändlers, der unsere Sachen verkauft hat. Und der hat sich bei uns gemeldet, hat erzählt, dass er 1,70 Euro Stundenlohn verdient. Und das geht natürlich gar nicht. Und da haben wir dem Großhändler angedroht, dass wir ihn rauswerfen. Und zwar nicht nur uns, sondern mit allem, mit möglichem, möglichst großem Tamtam sozusagen, damit da Druck aufgebaut wird. Und es hat in dem Fall geklappt, dass er immerhin dann 7,60 Euro bekam. Aber da hört man auch raus, unser Einfluss ist mit 2 Promille Marktanteil doch häufig noch eher gering. Wir versuchen viel, um den zu vergrößern, haben auf der Homepage einen Aufruf, dass wer irgendwo was merkt, dass was nicht gerade läuft, bitte soll sich melden, dann kümmern wir uns darum. Aber das hat Grenzen. Es hat zum Beispiel auch da Grenzen, wo wir nicht erfahren, wo die Cola-Nüsse herkommen, die da drin verarbeitet sind. Weil uns das der Lieferant schlicht und einfach nicht sagt. Hi, erste Frage, also seid ihr Händler? Also kann man das so sagen? Ich meine, ihr kauft ein Produkt und irgendwie,
Ah, okay. Nur, dass ich das richtig einsortieren kann. Und die andere Sache ist, wie geht ihr mit Nachfrageschwankungen um? Also habt ihr stärker, also du hattest ja mal gesagt, ja, dann kommt vielleicht mal irgendwie so ein Laster für ein Festival, aber wenn jetzt mal irgendwie längere Zeit Durststrecke ist oder so, könnt ihr das auffangen? Kaltgetränke haben übers Jahr grob betrachtet so eine Art Sinuskurve. Ja, wenn es heiß ist, wird mehr getrunken und wenn es kalt ist, wird weniger getrunken. Da, wenn man das einmal weiß, dann kann man entsprechend die Produktionsmenge natürlich anpassen. Das ist also erstmal kein Problem. Dann ist es so, dass wir diesen 1 Cent Rücklage haben, schon ziemlich lange. Ich müsste jetzt gucken, seit wann genau, seit 8, 9 Jahren sowas, um für solche Schwankungen zum Beispiel vorbereitet zu sein. Oder für einen Rechtsstreit, den wir noch nie hatten, aber wenn, dann bräuchten wir dafür ja Geld und solche Sachen. Oder wenn ein LKW mal einen Unfall hat und es sind 2 Paletten kaputt oder irgend sowas. Also das braucht man schon. Und bisher geht das mit einer Ausnahme so auf, dass wir aus eigener Kraft diese Schwankungen auffangen können. Und dieses eine Beispiel war, weil wir nicht aufgepasst hatten, weil es so schnell gewachsen ist. Seitdem wir das auf dem Zettel haben, haben wir auch da ein Auge drauf und haben es eben hingekriegt. In diesem Fall übrigens haben unsere größten Getränkehändler angerufen von sich aus und freiwillig früher bezahlt. Also diese Augenhöhe, ne, hat da auch geklappt. Wer von euch hat das schon mal gehört, dass der größte Kunde eines Herstellers freiwillig früher bezahlt? Sehr selten, ne? Das hat also geklappt. Also ich glaube, die eigentliche Absicherung ist eher das soziale Netzwerk dahinter. Wenn wir irgendwie ein Problem hätten, wären wir nicht alleine da. Weil wir aber auch vorher sagen, lieber Händler, wenn bei dir die Palette umfällt, ist es zwar eigentlich deine, könnte uns egal sein, aber eigentlich ist es doch was Gemeinsames, wir übernehmen ein Drittel. Das sind dann zum Beispiel so Vorkehrungen dafür, ne? Wenn wir dann ein Problem hätten, können wir uns auch an den wenden. Hallo. Also du hast ja dieses große Organigramm gezeigt und es sind offensichtlich ja ganz, ganz viele Leute an dem Projekt beteiligt. Also, und ne, jetzt irgendwie BWLer würde jetzt sagen, okay, Outsourcing und so. Also an welchen Punkten hast du gesagt, also und ich schätze mal, du machst genau den Teil, der dich irgendwie interessiert und den du spannend findest von dem Projekt. Und, oder das wäre der Idealfall. Genau, also an welcher Stelle hast du halt gesagt, okay, da suche ich mir jetzt jemanden, der mir hilft. Und an welcher Stelle sagst du, okay, da beiß ich jetzt in den sauren Apfel und mach das selber? Ich habe mal Wirtschaftspsychologie studiert und da gibt es so ein bestimmtes Modell der Fähigkeitskreise. Es gibt für jeden Menschen wohl so 2 Fähigkeits- oder Tätigkeitsgebiete, wo er oder sie Dinge gut kann und er oder sie Dinge gerne macht. Und nur wenn die Schnittmenge davon gegeben ist, wenn du also Dinge gut kannst und gerne machst, dann wirst du auf Dauer damit erfolgreich im Sinne von einigermaßen leistungsfähig und zufrieden sein können. Bei mir ist das irgendwie sowas wie mit Menschen kommunizieren und Sachen organisieren. Und wenn ich das irgendwie mache, das hat mal eine Psychologin rausgefunden, dann bin ich da in dem Gebiet, wo ich am besten aufgehoben bin. Und andere Dinge kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Buchhaltung hasse ich auf den Tod und kann es auch nicht. Das war die erste Rolle, die ich mir dazu geholt habe sozusagen. Andere Dinge können andere sowieso besser, weil sie die Ressourcen haben. Ich habe keinen LKW und keinen Gabelstapler, brauche ich eine Spedition. Und man könnte sagen, dass ich eigentlich fast alles outgesourced habe, bis auf das Bekümmern dieses Netzwerks. Das ist so ein Drittel meiner Aufgabe. Das Moderieren dieser ganzen Beteiligten ist das zweite Drittel. Und das Verbreiten der Ideen ist das dritte Drittel. Das sind so Sachen, die mir relativ gut liegen und wo ich irgendwie mich selber zufrieden und zu Hause fühle. Das heißt aber nicht, dass damit das Unternehmen outgesourced wäre, sondern wir machen ja parallel das Gegenteil, wir sourcen in bei allen Entscheidungen, die wiederum alle extern betreffen. Das ist also irgendwie so ein Zweiklang. Einerseits abgeben von Aufgaben und Verantwortung, aber zugleich das als gemeinsames betrachten. Und letzter Satz noch dazu, es ist leider nicht so, dass ich nur die Aufgaben machen kann, die mir Spaß machen. Es ist schon häufiger so, dass ich mit Themen und Problemstellungen konfrontiert bin, bei denen ich einen Hals kriege. Aber das ist einfach so. Man kann nicht alles abgeben. Zollanmeldung für die Schweiz zum Beispiel ist jedes Mal, kriege ich einen roten Kopf. Letzte Woche eine Diskussion, will ich jetzt hier nicht ausbreiten. Jemand wollte mit einem, will ich nicht ausbreiten. Also es gibt häufiger mal Dinge, die sehr, sehr auch belastend sind und die anstrengend sind, die auch an mir hängen bleiben als zentraler Mensch. Aber das ist dann so. Man kann nicht alles outsourcen, nichts ist perfekt. Ja, und zwar hast du vorhin in einem Vortrag drin gehabt, du machst keine Werbung. Und jetzt sagst du halt, zu einem Drittel ist halt dein Job auch irgendwie über das Projekt zu reden. Ist es, also fällt es nicht auch irgendwie in Marketing mit rein? Ich würde da unterscheiden, ob wir sogenannte Pull- oder Push-Kommunikation machen. Das heißt, Pull-Kommunikation, was ich jetzt hier mache, ihr sitzt hier und wollt zuhören, also darf ich reden. Du fragst, was ich darf antworten. Sobald wir rausgehen, dreht sich das aber.
Wenn du dann auf ein Plakat gucken musst, was du eigentlich gar nicht wolltest, dann ist es Push-Kommunikation, das drängt sich auf. Und das ist so ein bisschen der Balanceakt, den ich versuche. Wir müssen natürlich kommunizieren, wir müssen auch Inhalte haben, über die kommuniziert werden kann. Die muss man auch jemand sich ausdenken und so. Da muss man Facebook pflegen und Twitter pflegen und man muss irgendwie auf Mails antworten und dann ans Telefon leider auch gehen und so. Das ist aber alles sozusagen Pull. Die andere Seite möchte interagieren. Und das ist aus unserer Sicht okay, das auch anzubieten, aber eben nicht weiter. Und das ist so ein bisschen die Abgrenzung, die wir da versuchen. Ja, gibt es noch weitere Fragen zu diesem spannenden Thema? Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Die Wirtschaft so ein bisschen zu hacken mit so einem Beispiel, mit so einem Ding, was du gemacht hast und auch noch sehr erfolgreich. Also wenn doch, genau. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir sind hier auf der Open Mind, Open Your Mind, Open Broaden Your Mind. Und ich danke euch allen, dass ihr euch alle bemüht habt, sehr bemüht habt, erfolgreich bemüht habt, dass wir alle fähig sind, unsere Gedankenwelt weiter zu öffnen für so ein Thema auch. Ich danke aber ganz besonders Uwe Lübbermann dafür, dass er heute hier war. Jetzt habe ich das viermal gemacht, dass ich euch gebeten habe, nochmal einen Applaus zu geben. Habt ihr jetzt schon gemacht. Aber wenn ihr nochmal wollt, bitte sehr.